Servus Leute, willkommen zurück zum FM 15-16 mit euren grauen Eisern, Europapokal Unionern der Welt aus Berlin. Was geht ab, Freunde? Geiler Grauer, geiles Spiel, geile Freunde, Abonnenten. 5:2 Sieg gegen Hannover 96 mit dem ersten Tor von Dani da Costa, Freunde. Richtig geil. Haben wir eigentlich schon mal durchgegangen, nach den Trainingsszenen geguckt? Ach, hier. Mal eben schnell einstellen hier. Habe ich ein bisschen geschlampt offline, habe ich gar nicht gemacht. Wie geht's euch so, Freunde? Habt ihr schön abgestimmt, ne? Habe ich schon gesehen. Ich lasse das bis morgen Abend, also wenn ihr das jetzt seht, zu diesem Abend noch laufen. Also bis Mittwochabend. Mittwoch müsste das sein, ja. Lasse ich das noch laufen. Dann wollen wir mal sehen, was bei rumkommt. Ich habe schon ein bisschen mir so Gedanken gemacht, aber ist richtig geil. Dann wollte ich euch zeigen hier unsere verliehenen Spieler. Gehen wir mal hier rein in die Perspektive hier, Details. Ja, wir sehen's. Also Torge Varell, der spielt schon recht viele Spiele. Hat auch Tore geschossen, 6 Stück. Richtig schön. Peric auch, 18 Spiele insgesamt. Sehr schön. Wir gucken uns gleich die Spiele nochmal anders an. Steven Kroll, natürlich Steve Kroll, der spielt immer. Altintas auch, guck mal hier, der hat auch schon 12 Tore. Marco Bühler spielt nicht so oft. Schwegmann spielt auch relativ. Es geht. Hält sie in Grenzen. Richard Neudecker, der spielt auch so. Naja, manchmal, manchmal nicht. Mané spielt immer. Lukas Sander eigentlich kaum. Wenn gar nicht. Und dann auf einmal doch 90 Minuten. Wahrscheinlich hat er jetzt mal seinen Platz. Drenfeker, der war, ist ja verletzt noch gewesen. Das tut mir einfach leid. Und er hier ist auch richtig gut. Amade. Und Pitiki, auch 16 Buden insgesamt. Sehr schön. Jetzt gucken wir uns die nochmal so an. Wow. Peric mit einer 71. 67 Kroll. 69 Altintas. Bühler 49. Schwegmann 48. Neudecker 61. Mané 63. Sander 69. Feker, der ist angeschlagen. Der wird aber wieder reinkommen, denke ich mal. Amade mit 17, eine 63. Bitiki, 9 Saisontore, 67. Ja, die Leute sind echt gut dabei. Also, muss ich schon sagen. So, das nächste Spiel ist ja gegen Galatasaray. Ah, das wird auch heftig. So, wie sieht's aus? 9er Form. Stieber eine 10er Form. Wenn wir den Stieber mal mitnehmen. Das ist auch okay. Hier sind sie eh alle verletzt. Wenn da, sonst hätte ich Mast oder Leistner mitgenommen. Ja, müssen uns eh Gedanken machen. Ich denke mal, Dennis Mast wird uns eh bald verlassen. Kriegen wir noch 1,5 Millionen für. 1,5 kriegen wir für ihn. Könnte man sich eigentlich schon mal Gedanken machen, dass er geht, weil da wird nichts mehr draus aus ihm. Ja, das ist eigentlich schade, aber... Naja, er hat nie wirklich gezeigt, dass er was kann. Obwohl ich auch an ihm festhalte, ne? Ja, Jugendcamps, da werde ich mich drauf freuen, ey. Da werde ich mich echt drauf freuen. Guatemala zum Beispiel. Da müssen wir uns dann mal gucken, was es überhaupt wird. Gibt es auch die Stadt natürlich Guatemala. Machen wir die Ausbaukosten. Richtig geil. So, okay, dann würde ich sagen, ab ins Spiel rein gegen Galatasaray zum nächsten Europapokalspiel. Auf geht's! Und nach vorne, Freunde, Europa Liga, wir sind dabei. André Grauer gegen Hamza Oğlu. Ja. Bin ich mal gespannt. Carlos Walter Silva Ceballos ist der Schiedsrichter. Bruma bekommt den Ball in Elvedi, ein Pferdekuss verpasst. Eine Eispackung bringt erste Linderung, aber das tat richtig weh. Und Walter sieht gelb. Ah, der wechselt auch immer gerne bei mir im privaten Spielstand in die Bundesliga. Er sieht erstmal gelb, weil er den Ball einfach wütend auf den Boden wirft. Daoud tritt so absichtlich um. Kriegt wohl auch nur gelb. Wohl es hätte rot geben sollen. Wäre wohl die bessere Entscheidung gewesen. Erste Chance für uns.
Stellungsfehler von Kaya. Waldschmidt kommt an den Ball. Selçuk bedrängt ihn. Aber letztendlich scheitert er an Gönen. Aber weiter geht's. Ecke von rechts jetzt. Jibril So. Kopfball Große und Kaya im Duell. Aber Kaya schlägt sich durch. Haut den Sanruder weg. Und die Auswärtsmannschaft jetzt. Flankenwechsel von Bruma aus dem linken Halbfeld. Landet bei Sarioglu. Der Fall nach Spricklauer, aber schießt aus 20 Metern rechts vorbei. So ist das. Nächste Chance für Galatasaray. Elvedi erreicht die scharfe Hereingabe von Özcikin in höchster Not. Und befördert den Ball über das eigene Tor. Das passiert mal. Elvedi geht entschlossen dem Ball entgegen. Erreicht diesen vor Yilmaz. Flugkopfball und klärt anscheinend, ja? Okay. Ja, Schönheim ist ja heute dabei, weil Baumgartel gesperrt ist und mittlerweile eine 1. Okay. Elvedi geht etwas plump in den Zweikampf und bringt Snyder zu Fall. Aber Ceballos zeigt, ob er weiterspielen an. Glück für uns. Ja, okay. Das wäre auch richtig scheiße gewesen, jetzt hier in so einen Elfmeter zu kassieren. Bruma flankt von der linken Seite. Königsmann fliegt einfach unter der Reingabe durch. Mahmoud Dahoud ist so überrascht. Und kann keinen vernünftigen Kopfball zustande bringen. Deswegen weiter in 0:0. Bricklauer hindert Dahoud erfolgreich am Flanken, obwohl dieses wirklich alles versucht. Er hat einfach eine 5. Cechu verschätzt sich, macht den Weg frei für Schnellbacher. Wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung unterbricht der Schiedsrichter aber die Partie. Mann, der ist nicht auf unserer Seite. Das passt mir nicht. Ja, das Spiel wird auf Sekunde pünktlich beendet. Wie gesagt, Freunde, stimmt weiterhin ab. Ich habe auch den Link auf Facebook gepostet. Ihr könnt mir auch auf Facebook folgen, wenn ihr Bock habt. Auf meinem Kanalbanner stehen die ganzen Adressen. Da könnt ihr ruhig mal reinlunzen, sag ich mal. So haben wir uns das vorgestellt. Und dann motivieren wir unsere Kicker. So. Ja, ihr dürft mir auch auf Instagram folgen. Überall, wo ihr wollt halt. Da seht ihr öfter auch Bilder von mir und alles. Wie gesagt. Gelbe Karte jetzt noch für Özcikin. Muss auch ein Ex-Dortmunder sein, wenn ich mich nicht irre. Und die Chance für uns jetzt. So, probiert es bei der Schuss zu 28 Metern. Doch das Leer wird stark abgefälscht, dass Gönn problemlos halten kann. Okay, das heißt nicht, dass er den halten muss, ne? Das kann den Torwart auch schon irritieren, wenn der abgefälscht wird. Muss nicht immer sein, dass es zum Tor, dass es ein Tor wird oder nicht. Also es ist immer unterschiedlich. Waldschmidt hat sich davon gestohlen. Er hält eine schöne Steilvorlage von So. Aber am Strafraumspiel clever. Zu Waldschmidt, der will aus 9 Metern ins 1:0 einschieben, aber verzieht kläglich. Ja, da sah er nicht gut aus, der Schnellbacher. Ist auch mit einer 5,5 unterwegs. Ja. Alles klar. Özcikin wird gefault und hat jetzt einen Riss in der Hose. Wie SpongeBob. Weiter Einwurf von Soul. Gönen kommt heraus. Fängt den Ball ab. Na, 5,5 auswechseln ist aber auch blöd. Wir nehmen Waldschmidt raus. Jawohl. Und Da Costa darf auch gehen. Und jetzt die nächste Chance für Galatasaray. Selçuk İnan mit der Ecke. Königsmann kommt heraus und fängt die Ecke sicher ab. So ist Fußball, Freunde. So ist das halt. Koray Günther für Mahmoud Dahoud. Vielleicht geht ja in der Schlussphase noch etwas. Kaya muss gerade wegen der Attacke von Schnellbacher an der Schulter behandelt werden. So holt sich auch noch die Gelbe ab. Wir bringen noch
Hartmann rein für Stieber, der seine Chance irgendwie nicht nutzen kann und einfach nur eine 4,5 hat. Probier es aber weiterhin immer wieder. Habe ich damals bei einem gewissen Herrn Wood auch gemacht, der sich ja auch bei Darmstadt, wo ich den hinverkauft habe, nicht durchsetzen kann. Lionel Carroll kommt noch rein für Balta und Altintop für Öztekin. Aber das möchte ich eigentlich gar nicht sehen. Carlos Walter Silva Ceballos greift gnadenlos durch und verteilt eine gelbe Karte nach der anderen. Für einen Fußballästheten wie André Krauer muss ein solches Spiel absolute Zumutung sein. Ja, es passiert ja einfach gar nichts, so gesehen, ne? Sehr wenig. Nachspielzeit 2 Minuten und das Spiel ist gegessen, Freunde. Weiterhin ungeschlagen in der Europa League. Statistiken, okay. Ergebnisse. Nord gewinnt 2:0 gegen Tel Aviv. Wir sind immer noch Gruppenerster mit 8 Punkten. Müssen uns keine Sorgen machen. Stimmt gar nicht. Oder? Die gewinnen wir 2:0. Verlieren sie? Nein, warte mal. Doch, die verlieren 2:0. Okay, nächste. Schalke patzt das erste Mal in der Euroleague 3:2 gegen Split. Gegen Hajduk Split. Und Hannover 96 auch gegen Metalo Donetsk 2:1. Die stimmen. Jepper war heute vierbeinig, sagt MAH aus Berlin. Und Trainer Hamza Oglu sagt, beide Mannschaften haben heute gewollt und Gas gegeben, aber beide sind an jeweiligen Torwart gescheitert. Richtig, richtig, richtig. Hamza. So. Talentsucher Michael Thomas Wendler hat einen neuen Spieler gefunden. 16 Jahre Stürmer Matthias Schuller. 44er Stärke mit 16, Freunde. Härte, schwierig, Teamplayer. Ja. Das ist ein bisschen schade. Wir nehmen den trotzdem mal mit. Und vielleicht möchte den ja einer von euch haben. Beobachtet das Spiel leicht verletzt. Omar Gonzalez. So, das nächste Spiel ist gegen Bayern München am 18. Am 18. Das heißt, hier könnte man eigentlich ein Freundschaftsspiel machen. Aber das mache ich jetzt nicht, weil ich... Aber der zweiten werde ich das wahrscheinlich noch zumuten hier. Wir sind auf Platz 4. Na, komm schon. Ja. Können mal gegen Lübber Vorstadt spielen, auswärts. So. Baumgartel ist wieder da. Oh, Schönheim in der 16er Form. Ich würde sagen, dann lassen wir den nochmal spielen. Hier, die beiden sind auch soweit gut drauf. So. Baumgartel mal einen erzählen, dass er gut trainiert hat. Schönheim vielleicht auch mal loben fürs letzte Spiel. Jawohl. Machst du wieder plus, mein Junge? Jawohl, plus 1. Es geht wieder rund. Was mit den beiden Stürmern hier? Na. Schnellbacher. Plus 39, alles klar. Keine Sorgen machen. Super. Okay. Nein, Freundschaftsspiel mache ich nicht. Möchte ich nicht. Jawohl, Stadion ist... der Ausbau ist abgeschlossen. Sehr gut. Leon Rubert, alle Trainingsziele erreicht. Um 5 erhöhen. Ja, komm. Mosberger hat auch Trainingsziele erreicht. Scouting abgeschlossen. Keine Freikarten. Machen wir bei dem nächsten Spiel. Heinrichs, Zimmer, Hansen, Will. Haben alle erreicht. Valentin Groß, Becker auch. Ruwe auch. Höchster Fong, okay. Gehen wir in eine Jugendmannschaft noch rein. Gucken uns die B-Jugend nochmal an. Da haben wir jetzt Bilder drin. Für Robert Frohn. Haben wir jetzt eins reingepackt. Da müssen wir auch die Trainingsziele noch angleichen. Mach ich mal eben schnell. Eigentlich mache ich das offline, aber jetzt habe ich gerade das verschwitzt wieder. Deswegen machen wir das mal eben. Robert Frohn. Dann haben wir hier noch Jonathan R. Torvier. Hat jetzt ein Bild bekommen und Roberto Cucuvi hat jetzt auch einen Ball. Hat jetzt auch ein Bild. So. Die restlichen Spieler bekommen noch ihr Bild. Wie gesagt, keine Sorge, Freunde. Hier kommt jeder ran. Stören wir mal raus, packen mal den Robert Frohn dahin, setzen wir mal hier hin.
Gehen wir mal Golf spielen noch ein bisschen. Und dann müssen wir die Zeit irgendwie totschlagen. So, weiter, weiter, weiter. Immer weiter. Angebot für Ramsey Hartmann. Gute Nacht, Freunde. Jensen fällt aus. Knieprobleme. 7 Tage. Ja. Nicht so toll. Ja, Alexander Stolz dann rein für ihn. Mhm. So, wir machen mal die beste Elf. Aber das muss getauscht werden. So, dann haben wir das. Zeynu Lau fällt auch aus. 3 Tage, der müsste bis Bayern wieder fit sein. Jetzt das Freundschaftsspiel, denke ich mal. Haben wir 9-0 gewonnen mit der zweiten, das ist sehr schön. Zeynu Lau ist wieder fit. Ja, ich sag ja, 3 Tage. Jetzt Bayern München. Niemals untergehen. Singen die, glaube ich, ne? Super. Hinweis auf Sonderprämie für Einsatz. Das ist ein Heimspiel gegen Bayern, das ist gut. 9-0 haben sie gewonnen. Basso und Groß haben Trainingsziel erreicht. Stadionerweiterung abgeschlossen. Sehr schön. So, wir haben 8,7 Millionen. Da können wir ruhig noch ein bisschen was ausgeben. Infrastruktur. Ich möchte ja gerne das Bürogebäude nochmal ausbauen. Da. Wow, das kostet jetzt eine Mille. Oder wir gucken erstmal, was wir hier noch haben. Finanzzentrum. Vielleicht den Bauhof mal ausbauen. Was sagt der uns denn? 10% Beschleunigung bei Bauzeiten. Ja, das ist doch was, was man gebrauchen kann. So, wie sieht das denn hier aus mal bei den Mitarbeitern? Können wir uns da noch einen Scout ranholen, noch einen? Der ist doch hier nicht schlecht, oder? Ja. Bis 2020 einfach mal, komm. Holen wir uns noch einen Scout ran. Gucken wir mal bei den Scouts, wie die im Moment drauf sind, was die machen. Jugendspieler permanent. Scout-Mission? Ist das immer noch die Mission, die ich drin habe? Ja, ach ja, stimmt. Okay, nicht abbrechen. So, Jugendscout. So, hat er hier irgendeinen mal drin? Von den Jungs hier? Die Einschätzung vielleicht? So gesehen nicht. Nelson Mandela im Boom. Oh, Alter. Was ein Name. Okay. Gut, dann haben wir das für diese Folge wieder, Freunde. Gegen Bayern München das nächste Spiel. Ich habe schon Angst davor, aber dermaßen. Ein 0-0 gegen Galatasaray. Ein solides Spiel. Bis gleich, Freunde. Wenn es wieder heißt, die Eisernen sind am Start. Also, ciao.